Flachau, Hermann Mayer City im Salzburger Land, war zum vierten Mal Schauplatz der Bike Nights. Mittendrin stand nur dabei Larissa Marolz, die sich mit Olympiamedaillengewinner Benjamin Karl gleich professionelle Unterstützung in Sachen Bike holte. Wir sind ja da bei der Flachau Bike Night. Ja. Und das ist quasi ein Cross-Country-Rennen. Wie die Dodeln fahren wir im Kreis. Ist aber sehr anstrengend, sind etliche Höhenmeter dabei, schwierige Abfahrten. Das heißt, du hast sogar so ein Navi da oben. Ja. Hättest du sogar früher aus dem Dschungel gefunden wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich habe mir heute extra Regenschuhe angezogen. Aber es gibt, das ist ganz toll, es gibt die gleichen Schuhe, die du hast, auch mit Klicksystem. Also Klickpedal nennt man es. Und ja, dann bin ich vor 100 Leuten umgefallen, aber macht ja nichts. Ich bin vor Millionen Leuten umgefallen, macht ja nichts draus. Schaut es mit Stunts aus? Kann man mit dem Stunts machen? Du bist ja die BMX-Fahrerin, habe ich gehört. Du musst Stunts machen. Da vorne. Ja. Und diese fahren. Ja. Fühlt sich so gut an. Man sieht es, also Papa hat ja Fahrradfahren gelernt. Alles andere ist Übung. Also falls ich da wirklich die Runde, die flache Bike nicht mitfahren will, dann kann man das sicher arrangieren. Ich glaube, ich muss noch passende Schuhe kriegen, aber ich würde definitiv, wenn das Wetter jetzt ein bisschen anders wäre und die Verletzungsgefahr jetzt bei diesen Hügeln nicht so groß wäre, schon ein bisschen riskant. Also weiß ich nicht, ob ich so kurz vor dem Urlaub riskieren würde, da jetzt den nassen Hang runterzufahren. Da fahre ich lieber in der Halle rum und sage Hallo. Scheiben oder kann ich da nur? Aber statt aufs Bike ging es dann lieber doch gleich an die Startlinie. Schließlich sollten die hunderten Teilnehmer nur auf ein Kommando hören, nämlich auf ihres. Das ist das erste Mal, dass ich die Ehre habe, ein Rennen zu starten. Ja, ich habe voll Angst, was war ich zu machen? Ich wollte nur da stecken ins Radl rein irgendwie. Du, mir passiert das am Ende noch. So viel wir ja noch können, einfach irgendwie Fahne rauf, runter, passt. Klar, wenn ich jetzt in der Mitte stehen bleibe, die Fahne schwingen, aber nicht weggehen, dann wird blöd. Okay. Ich habe jetzt einen Tinnitus. Das habe ich für ewiger Andenken an die Flachau. Wahnsinn.